Henslers schnelle Nummer. Heute gibt es einen Rucola-Salat mit einem lauwarmen Tomatendressing. Wir brauchen Rucola, Zwiebel, Tomate, Zitrone, Knoblauch, Rosmarin und natürlich ein bisschen Chili, Olivenöl auch. Erstmal geht's los mit Kirschtomaten. Die werden jetzt in feine Scheiben geschnitten. Zwiebel in feine Streifen. Bisschen Chili. Knoblauch darf auch nicht fehlen. Und ein bisschen Rosmarin. Das alles jetzt in einen Topf mit Olivenöl geben. Und wie man hört, haben wir das Olivenöl ganz leicht nur erhitzt. Und jetzt ungefähr eine Minute wirklich bei niedriger Hitze ganz leicht anschwitzen. Das sieht gut aus. Jetzt Spritzer Zitronensaft dazugeben. Einen ordentlichen Schuss Balsamico-Essig. Und wichtig ist jetzt noch eine schöne Prise Salz. Kleine Prise Zucker, wo Tomate ist, muss auch Zucker hin, bisschen Pfeffer und dann großzügig über den Salat verteilen. Wichtig ist, dass ihr den Sud aus dem Topf mitnehmt, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Oh, das sieht geil aus. Man könnte jetzt schon sagen, fertig, aber ihr wisst ja, wenn Italien ruft, ist der Parmesan nicht weit. Sehr schön, hier ist die Einkaufsliste für Rucola-Salat mit lauwarmem Tomatendressing. Ihr braucht für zwei Personen 2 Bund Rucola, 15 Kirschtomaten, eine weiße Zwiebel, 2 Großmarin, ein bisschen Chili, ein Spritzer Zitrone, eine Knoblauchzehe, ein Spritzer Balsamico, mein Gott, ist meine Schrift heute schlecht, ein bisschen Zucker, Olivenöl, 6-1 Löffel und Parmesan. Zum Glück sieht das Gericht besser aus. Noch mehr schnelle Nummern und Informationen findet ihr auf henslers-schnelle-nummer.de oder auf unserem YouTube-Channel Henslers Schnelle Nummer. Viel Spaß beim Rumstöbern und Nachkochen!